Daniel ist wieder am Gamepad und wir sind ziemlich gut vorbereitet, um das letzte Geheimnis zu entdecken, nämlich das letzte Upgrade für unsere, ich weiß gar nicht genau, für welche Fähigkeit, für die Schildfähigkeit. Wir müssen wieder zurück in den Hauptraum. Ich würde mir trotzdem hier gerne. Kann man eigentlich bei dem Handyman irgendwas machen? Das werden wir gleich sehen. Oder steckt. Ah, kann man unter die Hose schauen. Komplett. Einmal für die Ladies. Das sind komplette. Ganz schön schwach. Komplette Maschinenmänner, diese Dinger. Steckt also gar nichts Biologisches drin, oder? Doch. Obwohl, doch, da oben. Ach, guck mal. Wurde nicht auch einer in so einen verwandelt im Hauptspiel? Das kann sein. PC, irgendwie so eine Geschichte war da. Parts Inventory. Hier wäre eine Automap echt mal ganz cool, weil ich bin ja. Die echt voll leicht die Orientierung. Ach, schau mal, da werden die auch gebaut. Hm. Diese Schreihälse. Die sind auch irre selten aufgetaucht dann im Verlauf. Ja, die haben sie im ersten groß angekündigt mit dem Trailer und alles und wow, diese Gegner und dann kamen sie nie. Oder nur einmal kurz in diesem Irrenhaus. Jetzt müssen wir wieder zurück in diesen Hauptsaal, glaube ich. Ja. Frage ist wo. Wir haben noch eine Nachricht bekommen, dass. Schauen wir doch mal, wo der Pfeil uns hinführt. Ist immer schon mal falsch. Aber über den Hauptraum kommen wir zu dem letzten Plasmid-Upgrade. Die Frage ist nur, wo der ist. Ich weiß auch nicht mehr ganz genau. Ich glaube hier gerade auch. Nee, waren wir genau. Und jetzt hier rechts. Hinter dir, genau. Ah, ja. Da geht es durch die Schleuse. Und dann sind wir wieder oben im Hauptraum. Genau. Und da müsste es theoretisch irgendwo unten. Hier ist ein Speicherpunkt. Oh, sind die alle wieder aufgetaucht? Oh, das ist nervig. Das ist echt schlimm. Denk dran mit Versteckmöglichkeiten. Ja. Lassen. Ich schaue gerade, was ich am besten mache. Also Betäubungsfeile sind gar nicht so blöd. Sammel sie halt gleich wieder ein. Gasfall. Ja. Super. Einer. Nee, das ist das Gefängnis, in dem wir schon mal waren. Oder diese Kammer, wo sich der eine da verschanzt hatte, besser gesagt. Da liegt noch eine Leiche vor dir, rechts neben dir, genau. Vorsicht, wenn du dich bewegst, verbrauchst du es. Ach ja. Ast rein. Ach, ich dachte, der steht hinter der Tür. Sah gerade so aus. Hinter dieser Wand. Und irgendwo ist jetzt hier eine Tür. Aber wo? Der Fink redete ja was von seiner Statue. So, hier ist die Statue. Tyrant. Was sagte der nochmal in seinem Audiobook? Kammer der Panik unweit vom Sockel meiner Statue. Ja, da muss es hier irgendwo Panic von den Türen Room. Sein. Schau ich erstmal hier rein. Also das ist kein Panic Room. So ein bisschen Geld, ein bisschen Eve. Naja. Schauen wir mal. Da unten. Wo ist hier geht's hier irgendwie runter? Nee. Ist, warte mal, schauen wir nach rechts, gehen wir da. Nee, lauf mal einfach dieses Karree ich kann schon gar nicht mehr reden. Einmal ab. Hier unter der Brücke, unter der Treppe meine ich, hinter dir. Nee, ist schon zu doll gedreht, hier.
Ah, schade. Ah, sehr gut. Okay. Ach, 3, 7, 1. So rum. Ist echt nicht unbedingt was fürs Gamepad. Nee. Spielt halt mit der Maus. So anstrengend. Und das Upgrade. Salze Upgrade. Ein Teil des absorbierten Schadens als Eve wieder her. Schön. Ich meine, wir haben den Schild noch nicht einmal benutzt, aber hey. Deswegen, nee. Wahrscheinlich werden wir ihn auch nie vernünftig benutzen, weil wir immer zu wenig die Energie nutzen wollen, weil wir so eine Sparer sind. Ja. Das ist ein bisschen schlimm in den Spielen. So, und jetzt laufe ich aber mal schnurstracks hier dem. So was ist bei Spielen wie Infamous eigentlich ganz nett. Das ist halt theoretisch überall replenischen kannst und dann einfach auch viel mehr einsetzt, diese ganzen Sachen. Ja. Weiß nicht, ob das sich vielleicht am Ende die bessere Art und Weise ist. Ach stimmt, genau, wir waren ja eigentlich schon an der Stelle, wo es hätte weitergehen können. Haha, ja. Sorry, Leute. Genau, und jetzt hier übers Schiff. Jetzt gehen wir übers Schiff. So. Eine ganze Folge verschwendet. Da brennt's, da zieht's. Da kann man, da kannst du rüberspringen. Da oben ran. Hui. Und jetzt ist da drüben nochmal ein. Ja, oder darüber springen. Zack. Aussicht genießen. Aber ich wette, wir kommen nicht mehr so richtig ins normale Columbia rein. Glaube ich auch. Ach, guck mal. Hier Songbird und Big Daddy. Sind parallele Gestalten. Das haben wir uns aber eh schon gedacht. Machen wir den Film an. Sofort. Test Subject Inventory. Erstmal ein Käffchen. It all makes a kind of sense. The little sisters and the big daddies. Songbird and me. Constants and variables. Oder wie man auch gerne sagt, Copy and Paste. Ja. Das könnte auch so ein Buddy-Cop-Movie sein, der nichts Eigenes hat, sondern nur alles aus anderen Buddy-Cop-Movies abgeschaut hat. Das Ding hier? Nee, mit den zwei Cops, Copy und Paste. Ach so. So wie Tango und Cash. Ja. Nee, also hier sind wir durch alles durch. Der eine ist nämlich voll der Spießer und der andere ist so ein Hau drauf Typ. Aber irgendwie können sie nicht ohne einander. Oh. Yeah. Was ist das denn? Ein Gorilla. Oh, der Arme. Was für ein Riesenvieh. Vor allem, wie hast du den eingespannt haben? Da war ein Schalter, den man irgendwie. Ja, erstmal gucken. Das Spannende für später aufheben. Oh, da gibt es noch mehr so Tierversuche, also gut. Oh, die erzählen uns jetzt bestimmt was. What is all this? Imprinting. That's a wire mother. If you separate a gorilla from its real mother, it will imprint on almost anything. Even that. Why would Fink care about that? Songbird. He wanted him to imprint on me. Well, if I recall, that was a problem he solved. Das ist ja wie bei Twilight. Was? Da geht's auch irgendwann los, dass dieser Vampir. Nee, dieser Werwolf-Typ, der sein T-Shirt immer nicht anbehalten kann, der hat das auch hier, dieses, dass er sich auf irgendjemanden prägt und dann schützt er die ganz doll. Und das ist witzigerweise die Hauptdarstellerin, die immer gleich guckt. Kristen Stewart.
Übrigens auch durch Panic Room, weil wir es gerade hatten, berühmt geworden. Echt? Da war sie das Kind? Ja. Das wüsste ich gar nicht mehr so geguckt. Das wüsste ich gar nicht mehr. Ich hätte gedacht, es wäre ein Junge gewesen. Nee. Panic Room. Was kommt jetzt? Tja. Das wird wohl nichts mehr. Da spielt ja auch Jared Leto, einen von den Gangstern. Echt? Das wusste ich auch nicht mehr. Den habe ich mir als Schauspieler ehrlich gesagt nur... Oh. Oxytocin. It's a skeletal formula for oxytocin. That's the chemical that bonds mothers to children, women to men, and songbirds to little girls. Apparently not. Fink dismissed it as an unsuitable vector. Hier in Willkommen im Leben. Da habe ich mir gemerkt. Wo sind wir denn jetzt? Sorry. Warte mal, wo geht's hier weiter? Nee, schon richtig. Weiter, aber da hat man noch einen Raum vergessen, glaube ich. Nee. Sicher? Ja. War da nicht noch ein so ein Nebenraum? Nee. Steht wieder in den Kommentaren drunter. Doch! Das war der Beste. Fink couldn't get them to imprint. So I left them to die. Wie krass das aussieht. Ja. Wie dieser Hai in dem Tank von dem Künstler. Bäh. Das ist auch so ein Bild, was ich immer total gruselig finde. Da gibt es auch aus dem Ersten Weltkrieg ein paar so Fotografien. Tiere mit Gasmasken oder Tiere mit so einem Ding. Da gab es auch diese Pferdebilder. So ein Pferd mit so einer Gasmaske auf. Als hätte es was gebracht. Was war hier noch? Auch eine ist auch so eine Sicherheitsschutztür. Emergency. Ja genau, das meinte ich ja genau. Da kam man vorher nicht rein. Gut. Imprinting failed. I can't be right. Clearly they formed a connection between Songbird and me. How? I was so young. I always remember him just being there. Oh cool. Da ist er wieder. Und der druckt irgendwas aus. Nee, der wird irgendwie beatmet, oder? Nee, hier sieht man, da läuft so ein Ticker aus. Ach, das ist wie so ein... Ach so, ja. Ne, so eine Lifeline. It must be a prototype or something. Is it a human? Does it matter? Das ist so geil. Hier machen sie es dann rein. Hm. Komisch, dass sie es nicht mehr bewerben, oder? Es ist schon ein bisschen merkwürdig. Also es ist nicht so, dass man zugeschissen wird, muss ich jetzt schon fast sagen, mit Werbung für den DLC, wo das Spiel doch ohne den wahrscheinlich total unkomplett ist. Vielleicht hat DLC das Ding auch aufgegeben. 2K, meinst du? Manche. On the Songbird. How'd that go? About as well as you'd expect. Aber durchaus wirklich auch alles Elemente, die sie im Hauptspiel gut vertragen hätten. Ja. Naja. Booker, the little girl in the film. It's me. My God. I remember. He was... He'd crashed into the tower. I guess he was in some sort of fight. I waited there thinking, I don't know, that something would happen, but he just lay there, moaning. I couldn't just... The lion with the thorn in its paw. So much for science. I should have just left him there to die. I should have just... I will never escape it. Exploited, exploiting. Me, Comstock, you, Sally. It's like a wheel of blood spinning round and round. Oh, was gibt's da jetzt? Ach, das sind Jahre. Ja,
Well, this must be the genetic sample Su Chong wanted. He sent you all the way back here for a sample of your own hair? He doesn't know I was once the child that imprinted on Songbird. But to him, all the answers lie in DNA. Men like Su Chong mistake an ounce of empathy for a pound of science. Und der obligatorische Kampfabschnitt nach der Story. Ja. Ah, hier sind ein paar. Na gut, ich glaube, das gucken wir uns beim nächsten Mal an, wenn wir wieder ein bisschen fitter sind. Jetzt sind wir, glaube ich, beide ein bisschen müde nach elf Folgen aufnehmen. In der nächsten Session sind wir wieder ein bisschen frischer und dann können wir uns hier auch mit Gegnern anlegen. Und dann geht's langsam, aber sicher würde ich mal sagen, aufs Finale zu. Ja, es bewegt sich dahin. Bin schon gespannt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.